Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, das ist Lauren, das ist Joey und wir lösen gemeinsam in Blackwall Unbound Geisterfälle und haben in der letzten Folge mehr oder weniger mal die finalen Puzzlestücke zusammengeschoben. Und wir haben ein Spirit Medium, das nicht Lauren ist, sondern die Countess, so heißt sie, die keinen Spirit Guide hat, also keinen Joey, und die aus irgendeinem Grund immer die Leute umbringt, über die ein Reporter einer Zeitung schreibt, weil er irgendwie die Rolle des, aus irgendeinem Grund sowas ähnliches wie die Rolle des Spirit Guides übernommen hat, wahrscheinlich sogar ohne, dass er es weiß, könnte man zumindest annehmen. Können wir jetzt... Ja, wir können mit der brennenden Zigarette weitergehen, alles klar. Come on, let's get out of here. Right behind you. Und jetzt werden wir diesen Reporter nochmal besuchen und mal gucken, was der zu sagen hat. Ah, guck, es ist auch alles andere weg. Zack. Yes. Miss Blackwell. Hello again, Mr. Mitchell. I was just about to head home. Oh, I'll just be a second. Well, if you insist, do have a seat. Er wollte gerade nach Hause Thanks, gehen. Thanks, but I'd rather stand. Go on, let him have it. Mind if I smoke? Well, actually. Thanks. Miss Blackwell, my patience is wearing thin. My family is waiting for me. Tell me what you want. Ja, dann jetzt gehen wir hier auf Aggressions- und Konfrontationskurs. Wir können nach seinem Schreiben oder nach der Verbindung. Wir fragen mal gleich direkt nach der Verbindung. Mr. Mitchell, two people are dead. So I gathered. You wrote about both of them. Yes, I did. You don't find anything suspicious about that. I've written about hundreds of people over 30 years. The fact that two of them happen to be dead does not surprise me. It's just a coincidence. Funny thing about my life, Mr. Mitchell? If something looks like a coincidence, it normally isn't. Well, I hate to disappoint you. Ooh, look at the sweat on this guy's brow. If he ain't lying, I'm dying. So to speak. Ah ja, okay. Und er sagt, Mensch, das war doch nur ein blöder Zufall und das war Pech und er hat über hunderte von Menschen geschrieben und das kann halt mal passieren. Aber er schwitzt wohl dabei und ist wohl sehr nervös, das hat uns Joey erzählt. Also wir weisen ihn mal darauf hin, dass wir das verstehen. You aren't a very good liar. And you are poking your nose into things you don't understand. You'd be surprised at what I understand, Mr. Mitchell. Try me. Who are you anyway? You come in out of the blue and bring up all this. All of what? I don't know. I honestly don't know. I write about people and they die. Can you understand that? Can you? My whole life I've been driven to write about people. Now I kill them instead. Tja, und wir bringen diese ganze Sache auf einmal auf den Tisch. Also wir kommen in einer Nacht rein, fragen ihn ein paar Fragen und auf einmal haben wir diese ganze Sache auf dem Tisch. Sein ganzes Leben lang schreibt er schon über irgendwelche Menschen und auf einmal sterben die dann immer. Und ja, das ist nicht gut. Wir fragen erstmal nach seiner Schreiberei. You finished your writing for the day, Mr. Mitchell? Yes, I have. And now I'm going home. He's full of hot air. The page is blank. Aha. Und er sagt, ja, er hat fertig geschrieben und will nach Hause gehen, aber es ist eine leere Seite. You haven't written anything today, have you? Why do you say that? The paper is blank. What? How do you know that? I have exceptional eyesight. There's dust. Don't forget the dust. And there's dust on the typewriter. Well, can't contradict you there. So? So, I don't think that's any of your business, Miss Blackwell. Now, if you'll excuse me. Tja, und es ist wohl auch Staub auf der Schreibmaschine. Er sagt, Mensch, woran sehen Sie das alles? Und ja, sie sagt, sie hat sehr, sehr gute Augen. Hier, da, das sind unsere guten Augen. Okay, fragen wir ihn erstmal, vielleicht hat er ja eine Idee, warum passiert das alles? Why is this happening? I think it's a penance of some kind. I've shared the intimate details of people's lives with the world. Perhaps I revealed one secret too many. I don't think about it anymore. I just come to work like nothing's wrong. Everyone's been very polite so far, but I'm sure the ball will drop someday. Ah ja, und er denkt, das ist irgendeine Art Strafe. Er hat so viel über Leute geschrieben, dass vielleicht er irgendein Geheimnis zu viel aufgeschrieben hat und deswegen ist es irgendwie eine Strafe für ihn. Im Moment kommt er immer zur Arbeit und geht und noch hat aber keiner herausgefunden, dass er eigentlich gar nicht mehr schreibt. Wir bauen ihn erstmal wieder auf, bevor wir über die Countess reden, würde ich sagen. You're not a murderer, Mr. Mitchell. No, I'm not. 5 years back, I tried to write about a man. An old man in a bar. He was killed the next day, choked to death. I didn't think anything of it at the time.
Then I wrote about another man, Mr. Isaac Brown. You know him. He died the same way. Still figured it was just a coincidence. But then it happened with Mavis Wilcox. For the third time in a row. No, I didn't kill them. Not on purpose. But if I wrote a fourth time, that would be murder. Plain and simple. Okay, also er hat über irgendeinen alten Mann in einer Bar, auch hier übrigens, merkt euch das mal, wenn ihr dieses Spiel weiterverfolgt, auch das könnte nochmal auftauchen. Er hat über einen alten Mann in einer Bar was geschrieben, der wurde umgebracht. Dann hat er über Isaac Brown geschrieben, der wurde auf die gleiche Art und Weise umgebracht und das war aber für ihn immer noch ein Zufall. Und dann ist es beim dritten Mal hintereinander mit Mavis Wilcox auch nochmal passiert, das heißt, er hat drei Leute hintereinander auf diese Art und Weise getötet und er sagt, wenn ich jetzt noch ein viertes Mal über irgendjemanden schreibe, das wäre Mord. Davor kann man ihm noch abkaufen, dass er das nicht gewusst hat und dass es irgendwie, ja, ne, dass es einfach nur komisch war. Dann würde ich sagen, packen wir mal die Karten auf den Tisch. You've done nothing wrong. There's a woman called the Countess. She kills whoever you write about. A Countess killing people that I write about. That's a tall story and that's a lot to take in. Why would she do something like that? How did this happen? Probably because of your connection to humanity. I don't know. You said probably, so you're not sure? Not as such, no. Well then, I appreciate you trying, but I prefer if you left well enough alone. Naja, und jetzt bedankt er sich, dass wir ihr diese Info mal gegeben, aber da wir uns auch nicht sicher sind, sollen wir lieber verschwinden. Okay, er könnte ein Held sein, er könnte wieder schreiben, wir könnten die Polizei holen, wir könnten helfen oder wir können sagen, wir können das einfach nicht ruhen lassen. Wir versuchen mal zu helfen. I'm trying to help you. And I never asked for it. People die when I write. So, I don't write. The problem solved. Ah ja, okay. Naja, er sagt, er will keine Hilfe. Leute sterben, wenn er schreibt, also schreibt er nicht. Einfache Lösung. Aber darauf können wir es nicht beruhen lassen. I can't leave it alone, Mr. Mitchell. Oh, rest assured you can. You seem like a capable young lady, and I'm sure you think you know what's what. But I don't want any more deaths on my conscience. Okay. Und er sagt, doch, doch, mach mal. Okay. Wir holen die Polizei. If you won't help me, I'll have to go to the police. Oh? And tell them what? All those deaths, all killed the same way, so soon after you met them? I'm sure they'd be interested in that information. Is that right? Well, I'd be careful if I were you. Careful? I'm not without defenses, if you know what I mean. Is that a threat? Are you threatening to write about me? I didn't say anything. Alles klar, wie geil. Sie sagt, ja, ich könnte ja zur Polizei gehen. Er sagt, aha, und was willst du denen erzählen? Er sagt, ja, es ist ja schon irgendwie auffällig, dass die alle auf dieselbe Art und Weise sterben, nachdem du sie getroffen hast. Und er sagt, naja, kannst du natürlich versuchen, aber ich bin ja auch nicht ganz verteidigungslos. Ich könnte ja, ne? Und so. Und dann sagt Lauren, Moment, bedrohst du gerade mich damit, dass du über mich schreibst? Und er sagt, ich habe nichts gesagt. Na dann, komm, du könntest aber nochmal wieder schreiben. Don't you want to write again? Oh yes, but people are safe as long as I don't write about anything real. I've always wanted to try a hand at fiction. Had a story in my head for years. I'll probably give it a whirl, see how it goes. But no more deaths. Not on my watch. Ah ja, und er sagt, naja gut, dann schreibe ich jetzt halt nur noch Romane. Da kann nichts Schlimmes passieren. Na dann, könnte es ein Hit sein. Don't you want to help? There's a killer out there. Who only kills people I write about. So I stop writing about people. Problem solved. Er hat sich da eine sehr einfache Lösung ausgesucht. Egal, wir opfern uns selbst. You know what? Go right ahead. What do you mean? You want to write so bad? Write about me. Dust off that typewriter and get to work. Knock yourself out. Listen, I spoke out of turn. I didn't honestly mean. Hell with that. Just do it. Hey, this is dangerous. I know what I'm doing. I can't do it. Like hell you can't. You've been writing for how long? 30 years? More? I know you can do it. I want to meet this thing head on. It's the only way. Do it. You don't know what you're asking. What's the worst that could happen? You could die. Oh. Is that all? But... Quiet. Right. I was born in Troy, upstate New York. My mother's name was Patricia. My father... You getting this stuff down? Okay, wir haben jetzt gezwungen, über uns was zu schreiben. Uha. Well, I hope you're happy. Gefährlich. I'm never happy. Ah ja.
Tja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Dann schnacken wir ein bisschen. Hey. Genau, reden wir mal über Teamwork. We're supposed to be a team. You can't make this kind of decision without asking me first. Button it, Joey. If this broad's a medium like me, then I have some questions for her. If I'm gonna end up like that, I want to know. And if she kills you for your trouble? Well, then I won't have to worry. Naja, und sogar sterben ist ihr scheinbar egal. Und sie will herausfinden, wo, wenn das ihre Zukunft ist, dann will sie herausfinden. Sie will quasi sich persönlich dieser Herausforderung stellen und herausfinden, was da passiert ist. And what happens to me, huh? You die, what the heck happens to me? You'll move on to whoever's next. That's how it works, doesn't it? It's not about that. Maybe you'll end up with my baby brother. I'm sure you guys will get along great. Yeah, great. When do you think she'll get here? I don't know. I feel her coming, though. She knows who I am. How can you feel that? I just do. She was right. She's like me. Maybe mediums call out to each other. Ja, okay. Ja, interessanterweise sagt sie, sie kann sie fühlen. Sie kann auch fühlen, dass sie kommt. Interessanterweise haben die so eine Art Verbindung in den Mediums. Und das bestätigt nochmal, dass sie wohl irgendwie Medium ist. Und wie werden wir mit der Dame umgehen? So, any thought on how to handle her? Nope, not a one. I just want to talk to her. Well, she can see and hear me, so I can help. You're not alone. Yeah. You understand? You're not alone. I'm tired, Joey. I'm so tired. All right, I'll just leave you to it. Yeah. Ja, und sie ist so müde, so müde. She's here. So polite of her to knock. Na dann, und sie klopft sogar. Ja, Jungs und Mädels, jetzt wird's spannend. Puh. Dann gehen wir mal ran. Nach allem, was wir wissen, wird sie uns gleich anspringen und erwürgen. I know you. Yes, you know me. Come in. I'm watching you. So, what's your story? I want to help you. Help me, huh? You're in pain? Lost? I can help. Ah ja, sie redet also auch schon relativ wirr, wie wir das eigentlich eher von Geistern kennen. Fragen wir mal nach ihrem Spirit Guide. Do you have a guide? The Spirit Guide? I still feel she is gone, but not completely gone. What do you mean? Kid, her mind is snapped. She's not gonna make any sense. Yes, she snapped my mind. She went away and my world expanded. I see everything. Everything! It hurts! Oha. Da müssen wir uns zurückerinnern. Also ihr Geist ist wohl weggegangen, aber nicht ganz weg. Und jetzt sieht sie alles, alles und alles zu sehen ist anscheinend gefährlich und tut weh. Und puh, und das erinnert uns daran, dass die Blackwell-Familie ja auch diese psychiatrische Kondition hatte, wenn wir uns darum zurückerinnern. Wer war denn ihr Spirit Guide? Who was your Spirit Guide? She had a name. I no longer know. I wish I knew. I cannot think. Not without her. Why did she leave? Why? Ah ja. Und sie kann sich nicht an den Namen erinnern und sie kann nicht mehr nachdenken, jetzt wo sie weg ist und alles ist so doof. Okay, wo ist denn der Guide? Where is your spirit guide now? I don't know. Her voice is gone. I'm lost. I found that other voice, but he is so quiet. You mean Mitchell? The true guide. She is gone. Gone. How did she go away? I don't know. She found a way. Why did she do that? Oha. Ja, und ja, jetzt kann sie ihre Stimme nicht, also die Stimme ihres Guides nicht mehr hören und sie weiß nicht wohin und die einzige Stimme, die sie hört, ist die andere, die Stimme des anderen Guides, aber der ist so leise und da redet sie von Mitchell. Alles klar, dann fragen wir mal nach Mitchell. You're bonded with Joseph Mitchell. Is that his name? The guide who is not a guide? Yes. The non-guide. He speaks to the world. He spoke to me. He tells me what to do. Oh, he is so often silent. It's been years since I heard his voice. But tonight, I heard him.
He told me to help you. He didn't tell you that. Why else would I be here? I'm here to help you. You're here to kill me. No! I don't kill! I will set you free! Hey, watch it, lady. Oha, ja, und sie sagt, lange hat er nicht geredet, aber jetzt hat er wieder geredet und ich soll dir helfen. Und dann sagt Lauren, nein, du willst mich umbringen. Sie sagt, nein, ich bring dich um, ich will helfen. Okay, wer bist denn du? Who are you? I am the Countess. Were you like me before your spirit guide went away? Like you? You know, sane. Joey. I was happy. I was smaller. Saw the world in muted colors. And there was music. Sweet music. We helped people. It felt good. Now she is gone. Now I help people, but it feels bad. Will I become like you? Please tell me. That's all I want to know. You? You are loved. Loved? Loved by who? You are in pain, my child. Let me help you. Oha. Ja, und sie sagt, du bist geliebt, du bist, und es war alles gut, als sie ihren Spirit Guide noch hatte, war alles gut und sie hat Leuten geholfen, das war toll. Jetzt hilft sie Leuten und das ist irgendwie nicht mehr gut. Okay, ich will ihre Hilfe nicht. I don't need help. You need to leave. I'm sorry, but you do need my help. There's nobody else who can give it. You need to be free. Oha. Hey. Oha. Hey, let her go, you old witch. Damn it. I can't do anything. Fight her, Lauren. Fight back. Fight back, damn you. Oha, oha, oha. Oh mein Gott, oh mein Gott. Poke. All right. That's what happens when you mess with us. Stay away from her. No, she needs my help. Hey, you want to help someone? Why don't you help me? You want to free a spirit? Well, I'm the real McCoy. You? Yeah, that's right. Come and save me. I'm right here. I... Wait! I'm supposed to help her! Oh! My head! I'm waiting. I'll save you. Ah ja, und jetzt will sie uns helfen und wir können immer so ein Stückchen zurück. I'm in pain. What are you gonna do about it? I can help you. Genau, hilf mir. You're past your prime. I don't think you can handle it. You. Nein, hilf mir. Come on, then. Make with the saving. You need me? Und das Gute ist, dass wir ein Geist sind. Hui. Nein. Come on. Take me to the place with the bright light. I can help you. Well, come on. What are you waiting for? I want to help you. Why won't you let me help you? Weil er ein Geist ist. Joey? Und jetzt sind wir Lauren auf einmal und jetzt müssen wir... Na! I'm sorry. I can't look, is she... Yeah. There's no... No ghost. She's gone. Gone. I killed her. It was either her or you, darling. You made the right choice. Did I? What if that's me one day, huh? What if I'm old and confused and alone? You won't be alone. I'll make sure of that. You say that now. But look at her. Her guide was gone. I can't speak for the future, kid. Maybe someday we'll meet someone like her, and then maybe we'll find out more. But right here, right now, I'm here, and I'm staying put. That's something, isn't it? Isn't it? Yeah, it's something. This is a bad idea. You don't need to do this. Hello? Hi, Jack? Lauren, sis, is that you? Yeah, Jack, it's me. Where have you been? It's not important. I miss you. Tell me about your life, Jack. How's Maria? When's the wedding? This is a really bad idea. When the ja. Sun sets. Und das ist das Ende von Blackwall Unbound. Quietly on the sea,
Und die Story ist so gut, liebe Leute. Gut, ganz kurz, ich fasse schnell zusammen. Also, nachdem die Countess kam und uns erlösen wollte, haben wir ihr mit der Zigarette ins Auge gestochen. Dann konnte sie nichts mehr sehen. Dann hat Joey sie abgelenkt und immer weiter zum Balkon gebracht. Und Lauren Blackwell, da sehen wir sie gerade, hat sie dann vom Balkon geschubst und da ist das Medium, ist die Countess gestorben. Und Lauren ist total nervös, weil sie jetzt einen lebendigen Menschen ja tatsächlich umgebracht hat. Das natürlich auch nicht so besonders einfach ist und nicht so besonders toll. Naja, und dann hat sie am Ende der Folge, weil sie sich so alleine gefühlt hat und weil sie Angst hat, dass irgendwann Joey nicht mehr da sein wird, genau wie eben die Countess ihren Spirit Guide verloren hat, hat sie Angst, dass sie irgendwann ihren Spirit Guide verliert, hat sie dann ihren Bruder nochmal angerufen und das ist das, was wir ja wissen, da ist sie dann zur Heirat von Maria und Joey gekommen. Maria und Jack. So, Entschuldigung. Und das kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. Und jetzt lasse ich euch kurz mit dem Endabspann alleine und dann sage ich noch zwei, drei Worte. But when day breaks, I turn around to see that your shadow was nothing else but me. That's when solitude begins. In diesem Spiel hat Lauren 30 Zigaretten gesmoked und Joey wurde zweimal vom Saxophon geschlagen. Ah ja, und wir können Fotos uns angucken, die wir gemacht haben. Eins haben wir verpasst. Aber das sind Concept Arts. Welches Foto habe ich denn verpasst? Na gut. Wir gehen mal ins Hauptmenü. Nein, okay. Play. Okay, während das hier noch läuft, ganz kurz ein paar letzte Worte. Wir haben jetzt also quasi ein Prequel gespielt und wir erinnern uns, dass Joey im ersten Teil irgendwann andeutete, Lauren hätte mal einen Fehler gemacht, bevor sie verrückt geworden ist. Und ja, vielleicht haben wir einen Teil davon hier gesehen. Wir werden uns im nächsten Teil von Blackwell Unbound, wir werden uns im nächsten Teil von der Blackwell-Saga wiedersehen. Und ich hoffe, für euch ist die Story und das Spiel genauso spannend wie für mich. Ich gehe mit der Story gerade zum zweiten Mal wieder voll mit und finde das wieder unglaublich stark, wie die jetzt hier geschrieben und gescriptet ist. Und ja, würde sagen, für Blackwell Unbound haben wir es erstmal geschafft. Ich denke mal, ein, zwei Tagen komme ich dann mit dem nächsten Blackwell-Teil um die Ecke für euch. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Sage ciao, ciao. Und für zumindest diesen Teil der Blackwell-Saga sage ich auch, ich bin raus. One like you.